Was geht ab, ihr ganzen Schildchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map. Geht weiter Hallo. Von gestern, Hallo. Nachdem wir diese Fucker-Map hatten, wahrscheinlich Start. Auf Start drücken. Naja, habt ihr euch jetzt gar nicht die Rules angeguckt und sowas? Ihr seid ja Knaller. Ja, mach doch mal. Ja, guck dir mal kurz die Rules an. Don't cheat, weißt du nicht? Don't use time, don't break blocks. Also, ja, hier sind verschiedene. Alter. Hier geht's einmal zu den Rules, hier geht einmal zu den Infos, so Videogames-Parcours. Diese Map wurde im Februar 2018 gemacht. Das ist ein spaßiger und einfacher Parcours. Just enjoy. Von einem Roman, Roman, ja, wollte ich schon sagen. You can also collect all Easter Eggs 3 for a bonus level. If you're recording, please send me a link to your. Ja, ja, okay. Back to spawn. Okay. Das muss erstmal J-approved werden. Ja. Okay, schon zu schwer. Don't try it. Der Wichser. Ja, ich glaube, er hat hier durchsichtige Löcke. Ja, hat er, aber habe ich eigentlich gerade gecuttet, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich habe mir angeguckt, wo der Block ist, mit dran vorbeigejumpt, Alter. Wie so ein geiles Snitch. Boah, oh, das ist ja mega frech. Snitch. Ja, er spart sich zwei mega simple Sprünge. Das sind überhaupt nicht simple Sprünge. Oh, fuck. Ja doch, also ist ja deutlich einfacher jetzt als die Map von gestern. Die war einfach nur nervig. Oh. Und die hier verspricht ein bisschen mehr Abwechslung. Ist jetzt natürlich nicht die beste Map der Welt. Ist halt von so einem rumänischen 14-jährigen Kind. Aber hey, ein bisschen springen, ein bisschen. Bisschen Arme. Rumänisches 14-jähriges Kind ist auch okay. Und ist 100% ja, genau. Possible. So, und da fällt mir gerade ein, ja, ich habe vorhin richtig geil gesehen. Pillar, weißt du, wir beide haben ja ein bisschen mehr auf den Rippen, wa? Ja. Achso, stimmt, ich bin dünn. Forscher haben auf jeden Fall jetzt ein neues Wundermittel entdeckt. Okay, wer? Wer hat das entdeckt? Eigensperma-Therapie. Ja, Autofellatio. Genau, Forscher? Ja. Kennst du keine Forscher? Also Forscher. Ich dachte, das wäre eine Firma. Jeder. LOL! Oh mein Gott. Ja, also nee. Wissenschaftler, ne? Ja, die Forscher-AG so. Gut, Forscher auf jeden Fall, ja. Haben eine farblose, geruchlose Flüssigkeit, die wie Nagellackentferner entdeckt. Die. Nagellackentferner. Ja, die schmeckt so wie Nagellackentferner. Lecker, ja. Kein Wunder, den mag man nichts mehr, ne? Ne, und die nennt sich Ketöster. Und okay. Das ist wohl. Ja, genau. Oder Keto-Ester oder so. Ich bin mir da nicht sicher. Keto-Ester, Keto-Ester, klar, Keto-Ester ist richtig. Das ist eine chemische Formel, ein Ester und ein Keto. Kein ja, Scheiß, es ist, das heißt wirklich Keto-Ester. Es ist Buttersäure. Auf jeden Fall. Ja. Oder eine Form der Buttersäure. Und es war ein bahnbrechender Durchbruch, weil. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als vor vielen, vielen Jahren eine neue Geschmacksrichtung dazu kam, Umami hieß die, glaube ich, oder Umami oder so, also quasi ja, fleischig. Fleischig. Nein! So, muss ich auch nochmal. Nein, jetzt also, bin ich runter. Halt, oh, komm! Es gibt halt süß-sauer, salzig, hä? Bitter und Umami. Oh, muss ich mich jetzt echt voll fressen? Gar nicht bewusst gewesen. Und Umami ist halt von Japan entdeckt worden, deswegen auch der komische Name und macht halt quasi Eiweißgeschmack. Und jetzt auf jeden Fall gibt es wohl einen vierten Energielieferanten, den man vorher noch nicht gesehen hat. Und zwar gibt es ja Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate. Und der vierte ist wohl Ketoester. Der ist nämlich weder dem einen, also der ist halt keinen der anderen Sachen zuzuordnen. Und war, fand ich einfach nur mal spannend. Und ich dachte, ich fange mal mit einem krassen wissenschaftlichen Fakt an, bevor wir hier in Bullshit-Themen wieder verfallen. Bringt uns das jetzt was? Ja, die Sache ist halt die haben dann halt Tests gemacht natürlich direkt damit, ja. Und wenn einer so eine geile Flasche Ketoester trinkt, kann er danach richtig viel Zucker zum Beispiel zu sich nehmen, der Blutzuckerspiegel steigt nicht an. Das hilft dann dementsprechend beim Abnehmen. Richtig fettige Sachen essen, ohne dass ich fettiger werde. Keine Ahnung, das ist auch alles in der super krassen Alpha-Testphase, weißt du? Okay, LOL, ich bin durch die Welt gefallen! Ja, dann komm halt wieder her. Weißt du, wie komm ich denn jetzt hier durch? Ich bin ja irgendwo drin. Warte mal. Boah. Hallo. Jay, ich habe mich einfach in den Game Mode 1 gesetzt. Ja, und mir dann einfach Essen gecheatet. Ja, und bin ich ja gerade bei. Und dann in Game Mode 2 gesetzt und hab gegessen. Game Mode, wann ist denn Game Mode 2, 3 das zur Hölle? 3 ist Spectator Mode. Hier, Bram, walte mal deines Amtes und Mama hier Loch zu. Oh, ist der auch da schon durch, während ich hier die ganze Zeit da Probleme hatte, ey. Ja, komm. Ja, tut mir leid, da kann ich auch nichts für. Tut mir leid, das ist das. Also eigentlich richtig leid tut uns das ja nicht, aber.
Aber ist das dann nicht eher was für Diabetiker? Also das klingt ja für die dann ganz geil eigentlich. Ja, nicht nur für Diabetiker, es soll halt generell den Körper dazu animieren, wenn man Ketoester durch andere Sachen aufnimmt, mehr abzunehmen. Weil es gibt halt dem Körper Nährstoffe, enthält aber keine Kalorien. Kann man theoretisch nur von Ketoester leben? Keine Ahnung. Das ist jetzt alles, was ich dazu gelesen habe bisher. War jetzt ein kleiner süßer Artikel, wie gesagt, zum Einstieg und dann kurz Jays Panik. Ich hätte gerne einen Ketoester-Riegel. Komm, Jay, mach das jetzt kurz. Das ist aber schon schwer, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich ist das ein normaler Sprung. Okay, zwei. Ja, aber noch. Im Kopf macht das viel kaputt. Das stimmt, das macht im Kopf echt viel kaputt. Aber der ist halt, das ist halt nur. Der Ketoester? Ja, das ist tatsächlich. Ja, der Ketoester, ja. Das ist tatsächlich nicht mal ein Vierersprung, weil du noch einen nach unten gehst. Also theoretisch schon ist der Abstand 4, aber dadurch, dass der einen nach unten geht, ist es. Ja, ist halt leichter als ein Vierersprung. Ja, genau. Ja, da sind unsichtbare Blöcke. Weiß ich nicht. Ja, die siehst du doch, oder nicht? Nee, die sehe ich nicht. Ach, siehst du denn nicht? Wahrscheinlich, weil ich im Game-Mode bin, sehe ich die gerade, hör? Nee, wahrscheinlich hast du Optifine drauf? Ja. Nö. Okay, ich habe die auch. Ich habe auch Optifine drauf. Deswegen Moment, dann ist das ja ganz schön cheat, wenn ihr Optifine drauf habt. Warum? Wenn wir die unsichtbaren Blöcke sehen. Wir sehen die ja, nicht beispielsweise bei der einen Adventure-Map wäre das ja ein Cheat. Sondern wir sehen die nur, wenn wir die markieren, also wenn wir quasi mit unserem Dingens drüber gehen. Genau, wenn du die anguckst. Also so direkt. Du kannst gerne dir jetzt auch Optifine runterladen, wenn du möchtest. Nein, ich mach einfach das nächste Level. Ja, das ist doch eine gute Idee. So, warum ganz war das geilen jetzt? Autos. Guck mal, Christian wird sich jetzt wieder einen abömmeln. Ja, das ist hier Grand Theft Auto jetzt. Guck mal, hier haben sie einen in die Mitte getan und kaputt gehauen. So, wir müssen die Easter Eggs auch finden, ne? Ja, stimmt. Es gibt auch noch Easter Eggs. Sold out. Ach, hier ist auch der Start. Geil. Jay, gönnst du erstmal eine geile Rüstung? Ja, sehr. Alter, ich habe jetzt krasse Lederhose. Und krasse Schuhe. Ah, okay. Das ist mein Easter Egg. Ich habe den Easter Egg gefunden. Nee, die Easter Eggs sind, glaube ich, Goldblöcke oder so. Ja, ich glaube schon, Peter. Bin ich jetzt schwerer? Ah, ja, okay. Du bist nicht schwerer. Nein, ich bin jetzt schwerer. Ja, was weiß ich. Peter, heute ist der neue Sauber vorgestellt worden. Ja, den finde ich nicht so hübsch wie den neuen. Fuck, wie den Red Bull, den Fake Red Bull. Ja, den okay. Red Bull. Ja, das der ist war, natürlich also der Sauber ist doch der schwarz-gelb-rote, oder? Was? Habe ich mich verguckt? Also gelb? Nicht unten ganz. Habe ich gelb gesagt? Schwarz-weiß-rote, sorry. Eigentlich nur weiß-rot, glaube ich. Nee, der untere Bereich ist schwarz, das sieht man nur nicht so gut auf dem Foto, Unterboden. Ja, nee, aber das sieht man aber auch schon. Also beispielsweise ist nicht auch vorne der Flügel schwarz? Vielleicht habe ich vorhin verguckt. Ich habe den nur ganz kurz gesehen. Vielleicht hast du den Haas gesehen. Nee, den Haas habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das wüsste ich ja. Ich habe ja den Haas. Der Haas ist aber schon auch vorgestellt worden. Hä, was? Ja. Wann ist das denn? Fand ich jetzt nicht sonderlich spannend. Ist das der erste gewesen, der Haas? Kann sein, ja. Den habe ich sogar gesehen, tatsächlich jetzt. Da war der Jay nämlich noch gesagt: Oh, voll krass. Der war tatsächlich sehr, sehr uninteressant. Genau, der sah halt einfach so Standard aus. Ey, wieso habe ich denn schon wieder den Adventure-Mode nicht an? Hast du, wir verlieren trotzdem Dingens. Ja, richtig. Das ist das Bescheuerte an der Sache. Wieso bin ich so kacke hier gerade? Also aber zwischendurch wird phrasen, dann ist es gut. Ja, genau. Warum ist der Sprung so schwer? Ja, weil du eine Decke über dir hast, du musst den genau timen, leider. Wie findest du denn den Sauber, Jay? Klassisch. Der ist ganz schön sauber. Klassisch? Ja, sauber im Sinne von, ich habe keine Sponsoren. Sauber. Nicht viel Text, meinst du? Ja, richtig. Da steht halt überall nur Alfa Romeo, wenn dann drauf. Wenn wir jetzt halt Alfa Romeo Connection haben. Und ja, also, weiß ich nicht, ist halt relativ unspektakulär. Wobei, ich fand auch das Blau vom vorherigen Sauber jetzt auch nicht so knorke, muss ich sagen. Deswegen ist das eigentlich auch schon ganz okay. Borke India konnte man aber noch nicht sehen, oder? Nee, die haben noch nicht mal die haben noch nicht mal veröffentlicht, wann die ihren Wagen veröffentlichen wollen. Ja, vielleicht machen die das so mega sneaky irgendwann.
Das kann also sein. So ohne Ankündigung. Muss ich da duckjumpen oder sowas? Ich denke mal, ich müsste da duckjumpen. Duckjumpen? Was ist ein Duck? Das gibt es bei Minecraft gar nicht. Ich muss einfach spät abspringen. Oh. Na geil, so schwer dann. Das hat sich so duckjumpen. Wenn du im Sprung die Dunk-Taste gedrückt hältst, springst du, glaube ich, weniger weit. Fuck! Okay. Vielleicht habe ich da mal ein Problem gehabt. Ja, vielleicht. Auch zu blöd für gerade. Das wird es bestimmt gewesen sein. Ja. Da kann ich einfach drüber laufen, lol. Okay. Ich bin Peter, generell finde ich die Autos bisher eigentlich relativ uninteressant. Von der reinen Farbgebung her war ich jetzt bisher eigentlich nie wirklich begeistert, außer von Red Bull. Und das ist ja nicht mal das Finale. Na, ich finde schon, dass der Williams ziemlich cool aussieht. Das Martini-Logo, das ist schon echt. Das ist schon Knorke, oder? Ja. Ich finde, das ist sehr schwungvoll. Mit diesen Flaps, die da vorne sind, die dann schwarz ist und dann ist das halt so weiter geformt. Ich finde das sehr schön. Williams finde ich. Die Farben schick. Eigentlich irgendwie zugeteilt oder so? Oder meinst du, man könnte. Also theoretisch könnte jetzt jemand auch silberne oder rote Autos bringen? Klar. Hat sich bisher aber noch irgendwie keiner getraut. Nee. Er ist doch nur ein Zeichen von Schwäche. Jeder, das wäre ja dann Williams und Williams und Sauber sehen ja jetzt quasi gleich aus, wenn du das so sehen möchtest. Das wird ja nicht gehen. Ist das nicht auch voll das Zeichen wirklich von Schwäche, wenn man so die Farbe von einem anderen klaut? Keine Ahnung. Es gibt beispielsweise, ich glaube, das ist aber bei der GP2, gibt es noch einen roten Wagen. Ein Team, Dallara heißt das, glaube ich, oder so. Das hat rote Wagen. Aber die sind immer scheiße, oder? Ferrari-Rot? Oder Dallara gab es mal. Rote. Ja, okay. Rottöne. Ne? Ferrari-Rot ist ja schon sehr speziell, würde ich sagen. Sehr sättigend. Gesättigt. Sehr leuchtend. Ja, sehr leuchtend. Ja. Hör mal auf. Ja, danke. Fuck you. Mit deiner geilen Lederrüstung, Junge. Ja, Mann. Könnt ihr euch auch hier snacken? Hier stehen so ein paar Leute rum. Nein, Mann. Die haben die ja nichts mehr an, die Armen. Ich hab dir extra aufgemacht. Bist du dumm, durch die Tür zu laufen? Ja, das ist halt alles nicht so einfach. Der Bram ist da voll weit schon. Scheiße, ich bin auch. Fuck so me. Kackt so dumm für den ersten Sprung, ey. Ja, der erste Sprung ist halt schwer. Echt. Ach, richtig krasses AIDS einfach nur. Oh. Aber ich habe gesehen, erst im März ist das erste Rennen, ne? Australien, 25. Ja, so. Dauert mega lang. Da war irgendwas auch noch an diesem März-Wochenende. Weiß ja, auch nicht was von uns? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas war da. Jetzt weiß es aber wirklich nicht mehr. Ich weiß, unsere LAN, wo wir hingehen, die ist am 15. Okay, die kollidiert auf jeden Fall dann schon mal nicht. Wäre auch voll geil, wenn die kollidieren würde. Das stimmt. Ja. Können wir uns Mann! Zusammen angucken. Ja. Alter, das gibt's doch nicht. Ah, ich bin so blöd. Oh, Mann! Ja, voll nicht dir, Peter. Eiskalt. Oh. wieso schafft ihr das denn dahinter auch nicht? Das heißt, da kommt ja auch noch ein richtiger Wichssprung. Nee, ich falle da immer bei unterschiedlichen Sachen runter. Fürs zweite Level ist das vielleicht ein bisschen schwer. Ich glaube, der wollte das auch gar nicht so schwer machen, aber da hing ein Schild von wegen The Sky ist irgendwie zu cool klein oder so. Und der war wahrscheinlich Sky am Arsch, ey. Zu faul, dann einfach nochmal. Nur mal zu fixen, ja. So, ja, genau. Komm. Nicht mal der Sky zeigt hier Formel 1, ey. Das ist alles traurig. Was ist traurig? Ja, dass der Sky hier auch nicht Formel 1 ausstrahlt. Nee, das stimmt. Ja, ist halt mega. Tut mir echt leid für dich, ey. Gibt aber auch keine Alternative dann zu RTL in Deutschland, oder? Ja, richtig. Du musst halt echt jetzt Cholera gucken. Mach mir denn dafür interessante Dinge. Das weiß ich auch noch nicht. Genau. Das hab ich gesehen, du Stier. Ja, aber hier, das ist kein Cheat. Das ist einfach hier ein unsichtbarer Block, über den man drüber laufen muss. Du musst ja da drüber laufen, wenn du von der Brücke kommst. Ja, ja, die Brücke solltest du ja eigentlich ja. Gar nicht nehmen. Was? Warum das denn nicht? Achso, lol. Du musst ja eigentlich da drüber springen. Ich hätte dir den Rules drin. Ich hab. Ach Quatsch, da stand ich in den Rules drin. Ne, da stand ich nur. Aber den Weg habe ich tatsächlich nicht gesehen, den anderen da. Weil hier an der Stelle. Hast du nämlich hier. Guck mal, wo ich draufstehe. Also, ich weiß nicht, wo ich draufstehe.
Oh, du bist ganz schön, du bist, Er cheatet da mega rum. Sky is the limit, Junge. Ma! Ja, selber ma! Jetzt Sky is the limit vorne. Ist der Theme-Song von Sasha Banks. Ja, hab's geschafft, nice. Nur wenn du Sky is the limit. Wie unfassbar krass Sasha Gray. Ich bin. Ist der Entrance, nee, von Sasha Banks. Achso. Sasha Banks. Gray? Wer ist Sasha Gray? Sasha Banks, nicht Tyra Banks. Tyra wird gebankt? Ist die Cousine von Snoop Dogg. Genau der. Jetzt seid ihr blöderweise die falschen Leute, mit denen ich das hier diskutieren kann. Aber ich frage, ich rede es aber trotzdem an, ja? Alles klar, erstmal Handy zücken. Sagt euch Rob Gronkowski oder Gronkowski was? Rob Gronkowski. Beziehungsweise ihr sagt, Tom Brady sagt euch doch was. Rob Gronkowski, ja, der ist auch Rob einfach nur. Rob Gronkowski, genau. Ja, er ist schon ein krasser Footballer. Was ist der Backend oder irgendwie sowas beim Football, ja? Er tritt jetzt zurück. Riesiger Superstar in der Football-Szene. Ja? Es schießen Gerüchte in die Luft, dass er bei der WWE unterschreibt. Als neuer Wrestler. So wie so ein Tim Wiese 2.0. Nur, dass die Amis da voll drauf abgehen werden, weil der ist halt, ja, ich würde sagen, der bekannt. Also, zumindest das, was ich so sehe, ist es der bekannteste Nicht-Quarterback in Amerika. Und das ist ja schon ganz wichtig für die. Das ist schade, tatsächlich. Dass jetzt, weil sie Christian würde jetzt sagen: Wow, krass! Ja, ist halt schon sick. Ihr seid Kackmongos. Warum? Hat der Vince McMahon nicht eigentlich sowieso was mit Football zu tun oder sowas? Hat der nicht? Der hat jetzt irgendwie sich so eine Football-Liga gekauft. Ja, keine Ahnung. Irgendwie weiß ich auch nicht, warum er das machen will. Er hat wohl wieder zu viel Knete. Ja, der will jetzt endlich mal einen richtigen Sport. Ich habe auch letztens gelesen, dass Disney möglicherweise überlegt, sich die WWE zu kaufen. Es ist ja recht jugendfrei, oder? WWE. Ist das nicht eher für Kinder gedacht? Ja, in letzter Zeit ist es halt so ein bisschen PG. Das stimmt. Alter, du machst das da von der Ecke aus. Aber jetzt hast du es geschafft, du musst jetzt keinen gefälligen Sprung mehr machen. Ja, jetzt, wo ich den Bramweg gesehen habe. Ich dachte tatsächlich, dass das halt auch der normale Weg ist. Ach, ihr seid auch geschafft. Den und drei. Den und drei, okay. Ja, noch drei. Ja. Ich werde wahrscheinlich nicht mal eins schaffen. Ich habe einen Tipp für dich tatsächlich. Ja, hau raus. Ja, da, was du machst, darfst du nicht tun. Du musst weiter nach links laufen. Sollte du gerade eben von der Kante nicht runterfällst, damit du perfekt geradeaus laufen kannst, weil du die Decke über dir hast, darfst du keine Kurve fliegen, sondern wirklich nur geradeaus laufen. Dann wirst du nämlich auch hier auf dem Stein auf der Kante aufkommen. Okay, also gerade laufen. Ja. Aber schon von dem höheren Plateau, nicht von dem unteren. Sollte du gerade eben auf dem höheren Plateau drauf bist. So kann ich so laufen auch theoretisch? Das weiß ich nicht. Ich habe halt immer die Probleme mit der Kante. Bin ich mir halt nie sicher, ob das irgendwie Auswirkungen hat. Bei mir hat das Auswirkungen, den Absprungzeitpunkt abzuschätzen. Ja, genau. Und was ich immer mache, ich springe immer vorher einmal. Ja, aber das geht ja hier nicht, oder? Ja, doch, genau, das mache ich einfach nur. Na, raus. Ist der Dude denn eigentlich zurückgetreten, weil er keinen Bock mehr auf den Sport hatte oder was? Naja, irgendwann, ja, keine Ahnung, wenn du halt alt bist, der ist jetzt halt auch schon. Wer ist denn der? 27. Nee. 30 doch schon locker. Locker. Alter Sack, ey. Ja, nur mal ganz kurz. Football ist halt schon so eine Zeit. Oh. Ja, wieder halt immer bei Extremsport. 28. Dann, ja. Echt? Der ist mein Alter. Ich hätte jetzt echt gesagt, dass der so alt ist, dass er schon so alt ist. Das ist doch schon wieder. Warum ist das denn hier schon wieder derselbe Sprung? Nee, dafür ist hier die Leiter nicht. Doch, da ist sogar wieder auch eine Leiter. Das ist doch derselbe Sprung wie. Nein, letztens, der Block ist nicht direkt über einem drüber. War zuerst da. Schon, das merke ich mir. Hier bin ich, glaube ich, falsch. Der Block ist einen daneben. Du musst einfach nur um den Block rumspringen. Ja, Bram, da kommst du nicht weiter. Ja, man muss da hinten hin, wa?
Den Sprung aber einfacher. Na, da muss er auch wieder um die Ecke springen, oder? Ja, muss bei beiden machen, aber den fand ich trotzdem einfacher. Also rein vom subjektiven Gefühl. Heißt nicht, dass das so ist. Kann halt diese Ecksprünge nicht. Oh nein, Bram. Ja. Einen Schritt zurück, bitte. Ah, ich sehe es. Sehr gut. Er ist aber auch selbstkritisch, der gute Boy. Wer? Ja, that was the worst level. So, den und drei. Alter, ich komm zu gar nichts hier. Hier, macht das, versucht das wirklich mal von dem Hai aus. Von dem Heißkopf. Und dann rechts dran vorbei. Ist ja jetzt hier dieses Scheißding. Nee, rechts dran vorbei. Geh aber ganz nach rechts, genau. Und jetzt musst du nur so eine Minikurve springen. Ja, aber wenn ich jetzt loslasse, fall ich doch nach unten. Den fall ich nicht. Lecker Schmecker Wasser von Wilsa. Wilsa oder Wilsa nicht? Das ist hier die Frage. Peter Wilsa. Ich bin raus. Peter Wilsa. Minecraft. Ja, das ist ja, ja, okay. Whatever. Als Spiel. Sieht schon aus wie Minecraft. Das stimmt, das sieht aus wie Minecraft. Muss ich da hinspringen? Komm, ich bin jetzt auch endlich mal hier. Komm, ja. Ich kann nicht mitspielen. Hier ist ja unsichtbar alles. Alles nicht. Kannst ja was sehen. Hey, was ist das denn hier für ein Trick? Warte. Ist falsch. Fuck. Weil hier sind irgendwie... Ach, das sind wahrscheinlich unsichtbare Blöcke und du kannst auf die draufspringen. Fuck. Nee. Oh, guck mal. Wir haben Easter Egg 3 gefunden. Das ist jetzt vielleicht doof. Was ist das denn? Das ist nicht so gut. Was ist hier denn? Was heißt denn Easter Egg 3? Der hält bei dir lang? Weiß ich nicht. Ich habe hier Easter Egg 3. Das ist ein Goldblock. Wo geht es denn bei dir rum? Der hat beschissen. Ja, wow. Jetzt bin ich hier. Das ändert gar nichts, Bram. Ja, wir sind doch die unsichtbaren Blöcke. Ich weiß. Ja, ich habe beschissen. Ich gebe zu. Ich bin ein böser Junge. Hier geht's weiter, glaube ich. Da ging es allerdings auch einfacher hin. What the fuck? Oh. AIDS! Oh. Was hast du denn jetzt schon wieder zu meckern? Ja, ich hasse diese Ecksprünge, ey! Oh, no. Der hasst Sprünge. Nein, Ecksprünge. Ich fall da immer runter und alles. Das geht, vielleicht. Ja, aber hier, weißt du, du musst für jede Chance dankbar sein, wo du was lernen kannst. Guck mal! Nein! Ich bin ja auch dem dankbar. Die ganzen Shit. Oh. Das ist aber echt asozial hier. Ist oh, wow, wow. Vor allen Dingen ist. Aua! Oh, vor allen Dingen sind hier auch noch so goldene Sachen. Goldene Sachen, heiße Sachen. Ja, aber schon goldene Sachen da, wa? Dicken Warzen hier mit. Warze. Boah, ich hab schon lange nicht mehr aus dem Powers gesehen. Das stimmt. Das hast du echt schon lange nicht mehr gemacht. Moment. Was ist denn der beste aus dem Powers? Boah, schwierig. Ich habe als allererstes den dritten gesehen und zwar mit Bram zusammen. Deswegen habe ich da so eine spezielle... Nackt? Nicht nackt. Haben wir den eigentlich das erste Mal in Schottland gesehen, Bram? Ich glaube, Goldstände haben wir da das erste Mal gesehen. Ja, das ist also nicht, also doch nackt. Wie geht's nicht weiter, Jungs? Wie geht's nicht weiter? Das ist nicht dein Ernst. Verarscht uns doch. Nein, ich stehe hier drauf und es geht hier nicht weiter. Weil da steht drauf, you need a key. You need a key. Oh. Erstmal ein Abwehr. Ach, leck mich doch. Ist dieses Loch da eigentlich von einem von euch geschlagen worden? Ja. In der Decke? Mir. Okay. Okay. Bis hier habe ich mir die Map nämlich im Vorhinein angeguckt. Hast du gar einen Key gefunden? Nee, da ist das Easter Egg, glaube ich, drin gewesen. Was war ich, das Easter Egg? Das ist ein Goldblock. Krass.
Oh, jetzt stand ich doch drauf. Oh, ist der Girlblock vielleicht der Key? Ja, vielleicht. Muss ich erst mal bis kannst da du kommen. Da nicht dann auch hier dran gehen einfach? Vielleicht eine Truhe einfach in der Lava. LOL. Tatsache. Ich bin doch am Sack, Alter. Was war da drin? Ein Schalter. Der Key oder was? Einfach nur ein Lever. Ja, weil es Vibram jetzt verbrennt. Ah, fuck doch hart fickt ab! Ja, dann brauchst du einen Lever. Muss Vibram umbringen. Also, wenn du stirbst, behältst du deine Sachen. Ah, okay. Ich hab auch noch immer mein Fleisch, weil ich spiele Adventure Mode. Jetzt lass mich da drauf. Oh. Jetzt muss ich aber auf Vibram warten, scheiße. Ja, hier, ich schmeiß ihn dir zu. In die Lava, ne? Hab ich das gerade richtig gesehen? Du bist so Brain, ey. Ja, der cheatet. Ja, das sehe ich auch so. Kannst du zur Strafe bitte runterschießen? Game Mode 2? So, wie mache ich denn das jetzt hier? So, wo kann ich denn. Ach, mit Game Mode 2 kann ich wahrscheinlich gar nichts platzieren, ne? Game Mode. Das ist jetzt natürlich tragisch. Jawohl. Das hast du ja super gemacht, Peter. Und zwei. Kommen wir jetzt weiter. Das ist doch scheiße und ich darf jetzt nicht zugucken, wie da weitergeht. Und ihr habt da so einen Checkpoint. Okay, ich bin im nächsten Level. Würde ich sagen, oder? Ich wollte gerade sagen, warum ist Bram gerade durch mich durchteleportiert? Ah. Was ist das nächste Level? Wir sind im nächsten Level. Ja, wir warten auf jeden Fall mal auf Jay. Was ist das denn für ein Cheat, Alter? Du kommst ja nicht an die Leiter dran. Guck mal. Okay, du kommst doch an die Leiter ran. Ist das ein Vollhorst, der Typ? Weißt du, der macht extra unsichtbare Mauer, nur um dann eine zu vergessen, oder was? Nicht schon vortesten hier. Nein, wir testen nicht. Wir laufen nur über den Boden. Level, so ein ja, ja. Keiner ist von uns gesprungen. Ihr könnt jetzt gar nicht sehen, wie viele Versuche ich hier mache. Ne? Nee, das aber ich gebe dir einfach mal 5 Minuten maximal. Ja, ich bin schon raus. Okay. Jetzt wartet wenigstens, bis ich da drüben bin. Ja, wir haben ja Geist richtig gemacht. Wir stehen hier einfach nur rum. Ich stehe einfach hier auf dem Boden. Wo ist das denn? Ja. Achso, gerade, ich gerade so. Hier, portet den mal zu uns. Oder geh einfach in das Ender-Portal rein. Ja. Perfekt. Da bin ich. Geil. Ich gehe den richtigen Weg. Das ist der richtige Weg. Vielleicht. Fühle ich mich einfach besser, so, weißt du? Oh scheiße, jetzt kann Jay mich runterschlagen. Ah, verdammt, hat er sogar noch am Weg gemacht, du Penner. Aber jetzt hänge ich hier eh quasi auf der Leiter. Ja, jetzt müssen wir auch die Leiter nehmen, oder? Ja, ich bin quasi auf der gestartet, da hat Jay mich Oh. Da hat Jay mich hingeschlagen. Oh nein. Das war definitiv eine fiese Mauer. Ja, Jay, man kann ja auch abkürzen für dich zur Info, wa? Ja, aber abkürzen, abschmürzen. Abkürzen ist elementarer Bestandteil der Adventure Map. Warum sprichst du nicht in die Ecke? Ja, da ist eine Mauer. Geht. Ja, aber doch, da war ich schon. Ich war schon auf dem Block da in der Ecke. What the fuck? The fuck? Ja. Hä? Wo ist deine Mauer, Alter? Jay, Alter, was verarschst du mich hart? Ja, das ist der Witz daran. Das ist eine Mauer, Alter. Ich bin, glaube ich, gegen das Schild erst gesprungen oder so eine Scheiße. Ja, das kann natürlich sein, aber eine Mauer ist da nicht. Aber da kommt eine Mauer. Wo kommt denn die da? Okay, da ist die auf jeden Fall auch. Wieso kann ich die hier unten nicht sehen, weil es so dunkel ist? Okay, wo ist die denn dann? Muss was essen. Ich habe sie auch noch nicht herausgefunden, wo sie ist. So, guck mal, das ist ein schöner Moment für den Cut, oder? Bevor Peter das probiert. Okay. Ja, schöner Cliffhanger und so. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen. Haut rein. Bis morgen. Tschüss. Bye, bye. Oh.